Durch das Coronavirus kommt es in Düsseldorf zu den ersten gravierenden Maßnahmen. Schulen, Kindergärten und städtische Einrichtungen wie Museen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Diese Maßnahmen sind gravierend. Sie sind natürlich vor allem dem Umstand geschuldet, dass alles getan werden soll, um eine Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Ich glaube, die wenigsten, das ist jedenfalls, was die Virologen sagen, die wenigsten haben die Hoffnung, dass wir die Ausbreitung verhindern können. Aber durch die Verlangsamung soll eben sichergestellt werden, dass die tatsächlich Schwererkrankten vom Gesundheitssystem versorgt werden können, ohne dass eine Überlastung oder gar ein Zusammenbruch droht. Die Stadt Düsseldorf bietet Hilfestellungen für Menschen an, die sich in diesen Zeiten benötigen. So sollen zum Beispiel ältere Menschen, die ansonsten nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu wichtigen Arztterminen kommen, die Möglichkeit haben, einen Taxidienst zu nutzen. Die größte Gefahr des Virus besteht für eine Personengruppe, das sind ältere Menschen, das sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, das sind Menschen mit Vorerkrankungen. Wenn die sich anstecken, nimmt die Krankheit sehr häufig einen gravierenden, manchmal lebensbedrohlichen Verlauf. Deswegen sagen wir, diese Menschen sollen in die Lage versetzt werden, leben zu können, ohne dass sie sich einem Infektionsrisiko aussetzen. Das heißt, dass sie bis auf Weiteres nach Möglichkeit alle sozialen Kontakte, denn das ist ja das Ansteckrisiko, alle sozialen Kontakte vermeiden können. Die Maßnahmen werden in Düsseldorf und in Städten in ganz Deutschland unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. So bleibt mehr Zeit, einen Impfstoff zu entwickeln und die Schwererkrankten zu behandeln.